Natascha bekommt nur das Scheinmedikament. Ja. Gegen meine ausdrückliche Anweisung wurde sie in die Kontrollgruppe eingeteilt. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Du als Leiterin dieser Studie sollst nichts gemerkt haben. Alle Daten laufen bei dir zusammen. Ich will dir nicht wehtun. Ich hab dich über alles geliebt. Und das tue ich immer noch. Es gibt einen Weg, der uns beide glücklich macht. Es liegt ganz bei dir. Wie weit gehst du, um deine Frau zu retten? Luisa? Luisa, kannst du mich hören? Luisa, du musst hier raus. Schnell. Die Zahl der Thrombozyten ist in den letzten Tagen rapide gesunken. Bitte. Versprochen hin, versprochen her. Wer sagt mir, dass du dich wirklich an deinen Teil der Abmachung hältst und mir nicht doch einfach den Rücken zudrehst, sobald sie gesund Bitte, ist? Bitte, du wirst jetzt sofort veranlassen, dass sie in die andere Medikamentengruppe aufgenommen wird. Und dann können wir sehen, auf welche Art und Weise wir uns näher kommen. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Romantischer. Du verlangst auch nicht etwa in dieser Situation von mir, dass ich romantisch bin. In welchem Paralleluniversum lebst du? Vielleicht wird man ja so, wenn man jahrelang immer nur enttäuscht wird. Jeden Samstag und Sonntag alleine verbringt und sich nach der großen Liebe sehnt. Kann sein. Und? Wir hatten so eine schöne Zeit damals. Ich war glücklich. Genauso wie du. Ja. Als wir uns in Florida wieder getroffen haben, da dachte ich, das ist ein Wink des Schicksals. Aber du kannst doch nicht von mir verlangen, dass ich mich mit dir amüsiere, während meine Frau den Tod vor Augen hat, es ihr Tag für Tag schlechter geht. Bitte, veranlass, dass sie in die andere Gruppe kommt. Ich flehe dich an. Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Aber sie hat. Sie hat keine Zeit, das weißt du. Also gut. Wir verbringen heute einen schönen Abend miteinander und dann sehe ich, was ich tun kann. Einverstanden. Was wollen wir unternehmen? Nichts. Ich möchte einfach nur, dass du hier bist. Bei mir. Nur wir zwei. Hab ich zu spät gesehen? Hast du einen Notarzt gerufen? Nein, nein. Ich glaube mir.
Beatrice. Ja, hier ist Friedrich Stahl. Hier gab es einen Unfall. Auf der Landstraße nördlich von Krauting. Jetzt beeilen Sie sich. Ich brauche einen Notarzt. Zwei verletzte Personen, zwei Frauen. Beeilen Sie sich bitte. Das weiß ich nicht. Kennt jemand, muss doch diese Ärztin zur Vernunft bringen. Ich habe mehrmals versucht, mit ihr zu sprechen, André. Vergeblich. Das ist doch irre. Zeig sie an. Ja, und dann? Oder informiere diese Pharmafirma, wie skrupellos diese Dame mit dem Leben der Patienten spielt. Ja, schön, gut. Es gäbe einen Riesenskandal. Dann wird die Schule gestoppt, vielleicht sogar ganz eingestellt. Und dann müsste Natascha sterben. Diese Verrückte will mit ihr in die Kiste, Punkt. Ja. Ich werde Natascha nicht betrügen. Auch wenn es das Einzige ist, das ihr das Leben retten kann. Isabel, du musst mit der Sache ein Ende machen. Das ist nicht so einfach. So, du sagst mir jetzt, wo David sie gefangen hält. Ich rufe die Polizei an und die erledigen den Rest. Willst du schuldig sein, wenn die ganze Sache schiefläuft? Nein, natürlich nicht, aber... Also, dann komm. Herr Stahl. Luisa hatte einen Unfall. Was? Sie war mit dem Wagen unterwegs und... Plötzlich taucht Beatrice vor ihr auf. Wie bitte? Sie wollte wohl ausweichen und... hat dabei die Kontrolle über den Wagen verloren. Okay, und wie geht's ihr? Herr Stahl, sagen Sie schon. Sie ist immer noch bewusstlos. Die Ärzte sagen nichts. Alles klar, ich bin sofort da. Was ist los? Luisa hat einen Autounfall. Was? Ja. Wir können nur hoffen, dass nichts Schlimmes passiert ist. Beobachtest du mich heimlich? Wenn du so hinreißend aussiehst wie gerade eben. Niemand da. Stimmt, wir wollten diskret sein. Und das sind wir auch weiterhin, versprochen. Hört sich gut an. Wie hört sich denn das an? Strandkörbe, weißer Sand und Palmen mitten in der Großstadt. Dazu ein Gläschen Champagner und den Sonnenuntergang genießen. Der Stadtstrand an der Seine ist der ideale Ort für Verliebte. Warst du da schon mal? Nein. Und Candlelight-Dinner im Eiffelturm? Was? Gibt's das? Mhm. Auf der ersten Plattform ist ein Restaurant. Man hat einen wunderbaren Ausblick über die beleuchtete Stadt. Und danach übernachten wir im Palais des Étoiles.
Servus. Hat alles prima geklappt. Der Vermieter war total nett und teilt mir meine Sachen habe ich gleich mitgebracht. Sehr schön. Magst du einen Kaffee? Gerne. Viel Zucker, bitte. Morgen ist mein erster Arbeitstag. Ja, und da reisen auch gleich die Teilnehmer für dieses Manager-Seminar an. Das heißt viel zu tun, ne? Ja, das kann man so sagen. So 30 Koffer in 20 Minuten. Also länger will keiner auf sein Gepäck warten. 15 Minuten wäre besser. Ich mach's dir in 10. Und wenn du es nicht schaffst, dann sagst du es, dann fällt uns was ein. So weit kommst noch, dass ich hier eine Extrabehandlung krieg, nur weil ich deine Enkelin bin. Was? Wie lang stehe ich jetzt schon hinter meinem Tresen? Und wie viele Pagen und Auszubildenden habe ich schon erlebt? 30? 40? Ja, das kommt ungefähr hin. Und ausgerechnet meine Enkelin muss so ein Sturkopf sein. Scheint, als hättest du richtig Pech gehabt. Ja, es könnte kaum schlimmer kommen. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Wow. Aus der Wäscherei, frisch gestärkt. Und, wie sehe ich aus? Sehr schick. Fesch. Danke. Ich werde es diesem Herrn Stahl beweisen. Du wirst stolz auf mich sein. Ach, das ist er doch jetzt schon. Wo kam Frau Hofer denn so plötzlich her? Das ist eine gute Frage. Die andere Frage ist, wohin wollte Luisa mit dem Wagen von Nils Heinemann? Wissen Sie es? Sie wissen doch sonst alles über meine Tochter. Ihre Freundin hat nur eine leichte Rauchvergiftung und ein paar Prellungen. Sie ist wieder bei Bewusstsein. Gott sei Dank. Bei Frau Hofer sieht das Ganze schon etwas ernster aus. Sie ist vollkommen entkräftet und dehydriert. Wie als hätte sie 2-3 Tage kaum was gegessen oder getrunken. Wie kann das sein? Da müssen Sie sich schon selber fragen. Darf ich zu Luisa? Ja, ja, natürlich gerne. Ja. Vielen Dank, Herr Doktor. Frau Hofer ist wirklich sehr mitgenommen. Ich nehme an, die Trauer um ihren Sohn. Sie könnte jetzt ihre Hilfe gebrauchen. Du hast den Piraten-Captain besiegt. Das ist toll, mein Schatz. Da kennst du das Spiel jetzt richtig gut, ha? Ja, ich hab dich auch lieb. Wir sehen uns später, ja? Okay. Tschüss, mein Schatz. Frau Raspe! Sind Sie wahnsinnig? Was machen Sie hier? Wie geht's, Luisa? Haben Sie was gehört? Bloß, dass sie im Krankenhaus ist. Ja, und weiter, wie geht's ihr? Keine Ahnung. Sie haben mich damit reingezogen. Ich wollte das nicht. Wenn jetzt alles aufliegt, dann muss ich mich wegen Beihilfe verantworten. Jetzt machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe immer noch das Geständnis meiner Mutter. Vergessen Sie das blöde Geständnis. Das hätte doch bloß funktioniert, wenn Sie weiter für tot gegolten hätten. Wenn mich keiner findet, dann gibt's auch keine Beweise. Also wo ist das Problem? Luisa hatte wegen ihrem grandiosen Plan einen Unfall. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sebastian sie noch weiter deckt? Warum habe ich bloß auf sie gehört? Wenn ich jetzt ins Gefängnis muss, was wird dann aus meinem Sohn, ha? Schön, dass du da bist. Die Ärzte sagen, du hättest zu wenig getrunken. Was war los? Wo warst du die ganze Zeit? Es ging mir nicht gut.
Setz dich doch bitte zu mir. Was wolltest du in dem Zustand auf der Straße? Du schreibst diese ominösen SMS? So schwerwiegende Dinge ins Reine bringen musst. Zu deiner Verantwortung stehen willst. Beatrice, ich will antworten. Bitte gib mir noch ein bisschen Zeit. Damit du dir neue Lügen ausdenken kannst? Nein, ich... Herr Friedrich, bitte geh nicht. Tut mir leid. Wegen heute Abend. Ja, lass uns was schön Gesundes kochen und dann schauen wir einen Film, am liebsten einen französischen, wo alle hysterisch durcheinander reden und viel wilden Sex haben. Ich kann nicht. Es tut mir leid, aber ich muss noch mal in die Praxis. In die Praxis? Am Abend? Ja, bei mir stapeln sich die Arztberichte und ich bin vollkommen in Rückstand geraten. Aber ich habe Frau Kessler gefragt, ob sie noch mal vorbeikommen möchte. Als was? Babysitterin? Wie viel zahlst du ihr pro Stunde? Du kannst es dir vielleicht nicht vorstellen, aber für die meisten Menschen, die ich kenne, bist du die amüsanteste und interessanteste Abendgestaltung, die sie sich vorstellen können. Ich bin nicht mehr amüsant. Und interessant nennt man nur ältere Damen, wenn man höflich sein möchte. Gut, du hast recht, du bist nicht amüsant, du bist anstrengend. Hast du meine Blutwerte? Ja, alles in Ordnung. Sag mal, wann kommst du denn wieder? So schnell ich kann. Glaube mir, ich würde nichts lieber tun, als bei dir zu Hause zu bleiben. Als Friedrich kam, war ich anscheinend schon bewusstlos. Da hatte mich Beatrice schon aus dem Auto gezogen. Sie hat mir das Leben gerettet. Ich dachte, ihr Sohn hätte sie irgendwo eingesperrt. Anscheinend hat er sie freigelassen oder sie ist geflüchtet. Laut Dr. Niederbühl war sie total dehydriert. Woher kommt nur Davids unglaubliches Bedürfnis nach Rache? Wahrscheinlich, weil er mehr weiß als wir. Wie meinst du das? Naja, also, wahrscheinlich hat sie ihn doch entführen lassen damals. Eine Mutter entführt ihren eigenen Sohn? Schlägt ihn nieder und hat das große Glück, dass er sich später an nichts erinnern kann. Ja, bis das Gedächtnis wiederkommt. Was machst du für Sachen? Warst du schon bei Beatrice? Sie liegt zwei Zimmer weiter. Wie geht's ihr? Sie wirkt ziemlich mitgenommen. Aber sie will nicht drüber reden. Luisa, was ist das für eine Geschichte? Auch wenn es manchmal nicht danach aussieht, ich weiß. Du hast ja auch recht, ohne dich hätte ich Luisa nie kennengelernt. Und lieben. So was Nettes aus deinem Mund? Wir haben schon mal gestritten, aber wir beide, wir hatten immer eine ganz besondere Verbindung. Deinem ersten Liebeskummer hast du mal gesagt, Mama, du bist wahrscheinlich die einzige Frau, die mich immer lieben wird. Weißt du was? Du hattest recht.
David, du musst noch ein bisschen hier bleiben. Nein. Aber hör mir zu. Dieser Typ ist absolut wahnsinnig, okay? Der wäre gestern fast vollkommen ausgerastet. David, es geht nicht anders. Nein. Mama, du kannst mich hier nicht alleine lassen. Es wird alles gut. Du kannst jetzt nicht gehen. Mama, bitte, hör zu. Hör mir zu. Bleib hier. Der Typ ist verrückt. Mama, bitte, bleib. Mama! Mama! Reicht. Wie steht denn im Programm? In 20. 15, ja, dann noch 5. Fit wie ein Profi in 24 Stunden? Oh, ist das ein Krampf. 17. Hübsche Brille. Findest du? Ja. War die teuer? Oh. Nachdem nicht ich, sondern Herr Konopka zahlen musste, habe ich ausnahmsweise nicht nur auf den Preis geachtet. Oh, aua. Die Damen. Hallo, Herr Salbert. Ist Herr Heinemann nicht da? Nein. Na. Ah, schon vor Dienstbeginn so fleißig. Ja, Clara trainiert für die Kofferberge, die sie dann ab morgen tragen muss. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Sie möchte es besonders gut machen. Ja, sehr fleißig, sehr fleißig. Ich sehe, Sie kommen beide direkt Ihrem Vater bzw. Großvater nach. Und der ist ja nicht nur irgendein Angestellter, nein, er ist Teil der Fürstenhoffamilie. Wie Sie beide jetzt auch. Tja, dann werde ich mal wieder. Die Damen? Auf Wiedersehen. Nicht übertreiben. Nein. Hast du gehört? Nicht übertreiben. Jetzt bin ich raus. Ich mach einfach mal von vorne. Also, von mir hast du das nicht. Situation. Vergiss doch mal kurz die Umstände. Entspann dich. Sei jetzt einfach nur hier. Okay. Erinnerst du dich noch an diese eine entsetzliche Zugfahrt? Ach, du meinst unsere Skandinavienreise? Ja. Oh Gott, wie haben wir das überlebt? Mir tun heute noch alle Knochen weh. Eins habe ich dir nie gesagt. Als wir damals nachts an den falschen Wagen angekoppelt wurden und da irgendwo im Niemandsland gelandet sind, ich hatte schreckliche Angst. Ich war so froh, dass du bei mir warst. Allein hätte ich das nie durchgestanden. Und gab's da nicht dieses Stockbrot mit Fisch zum Frühstück? Ja. Wir hatten so viel Spaß.
bis ich diese fiese Grippe bekam. Ach, stimmt. Fast wird sich gerade Fieber. In dieser eiskalten Jugendherberge. Also da wäre ich fast vor Angst gestorben. Hm. Du bist mir nicht von der Seite gewichen. Nicht bitte. Dieser Abend gehört nur uns. Der ist mit Orange und Süßkartoffel und den hat der Chef persönlich gemacht. Warum antwortet Michael denn nicht? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht hört er das Handy nicht oder ist in einem anderen Raum. Das kann natürlich sein. Himbeertörtchen mit Mascarpone von Frau Sonnbichler. Frau Kessler, Sie sind wirklich ganz entzückend, aber solche Köstlichkeiten erlaubt mein Ernährungsplan nur noch in Maßen. Ich sollte auch aufpassen. Ach was, Sie sind jung und hübsch. Sie sollten gerade eine heiße Affäre haben, anstatt Ihre Zeit hier mit mir zu vergeuden. Ich bin nicht so der heiße Affärentyp. Ich war der heiße Affärentyp jahrelang. Aber irgendwann war es nur noch anstrengend und langweilig. Kann ich Ihnen helfen? Oh, nein. Nein, danke. Ich habe einfach so furchtbare Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Schmerztablette nehmen kann. Ich rufe Michael jetzt einfach nochmal an. Der hat sein Handy ausgestellt. Ja, das gibt's doch nicht. Darf ich? Komm rein. Darfst du schon wieder aufstehen? Es sind nur ein paar Prellungen. Nicht weiter schlimm. Luisa, ich bin dir nicht absichtlich vors Auto gelaufen. David lebt. Du steckst da mit drin? Nein. Er hat mich gefangen gehalten. Das dachte ich mir. Ich hab's verdient. Nach allem, was ich dir und meinem Sohn angetan habe. Ich dachte, dieses Geld, diese unglaubliche Summe von 10 Millionen Euro, das steht doch mir zu. Ich war so wütend, dass Hermann mich im Testament nicht bedacht hat, sondern nur die kleine, bucklige Gärtnerin. Entschuldige. Ich war die kleine, bucklige Gärtnerin. Deshalb sollte David dein Ehemann werden. Um dich bis aufs letzte Hemd abzuzocken. Das ist euch mehr oder weniger gelungen. Aber dann hat er sich in dich verliebt. Und wollte nicht mehr mitspielen. Und mir fällt nichts Besseres ein, als ihn zu entführen. Um von dir das Erbe als Lösegeld zu erpressen. Zusammen mit diesem Erik Larsen. Ich habe Erik erschossen, weil er David umbringen wollte. Aber dann lief auf einmal alles aus dem Ruder. David wollte zur Polizei und ich habe ihn niedergeschlagen.
meinen eigenen Sohn niedergeschlagen. Der Klinikalltag hat mich nie besonders gefordert. Ich brauche immer neue Herausforderungen. Da kam die Studie wohl gerade recht. Hm? Oh, weißt du was? Ich lass uns noch einen kommen. Nein, es ist schon spät. Du willst gehen? Ich muss morgen sehr früh raus. Hm. Jetzt schon. Schade. Keine Angst. Wir müssen nicht miteinander schlafen. Ich hab's nicht eilig. Ich möchte doch, dass du es auch willst. Danke für den schönen Abend. Du hast immer noch dasselbe Aftershave. Wieder. Dazwischen hatte ich andere. Die verzeihe ich dir alle. Nimmst du jetzt Natascha in die Medikamentengruppe auf? Lass uns morgen drüber reden. Du fragst dich sicher, wo dein Geld abgeblieben ist. Es ist mir gestohlen worden. Ich weiß, das hört sich an wie eine billige Lüge. Aber wäre ich sonst noch hier, hätte ich es nötig, weiter kleine, miese Intrigen zu spinnen. Immer in der Angst, dass mein Sohn sich erinnert. Warum hat er dich entführt? David hat von mir ein schriftliches Geständnis abgepresst. Er wollte dich anzeigen. Und ich werde ihn nicht daran hindern. Warum? Weil mich irgendjemand stoppen muss. Es tut mir so leid. Du wirst alles verlieren. Mein Vater, dein Leben hier am Fürstenhof. Und dein Sohn sowieso. Das geschieht mir recht. Luisa, bitte. Wenn diese Sache vor Gericht kommt, musst du mir eins versprechen. Ich weiß, du kannst nicht lügen. Aber du musst dafür sorgen, dass niemand erfährt, dass ich dieses Geständnis unter Zwang geschrieben habe. Sonst ist es hinfällig. Ich will meine Strafe. Ich muss das alles... Gut. Dass du mir heute mein Leben gerettet hast. In Paris sind wir ein paar Lieder étoiles, aber für die Côte d'Azur schauen wir da gemeinsam nach Hotels. Ich lass mich gern überraschen. Wie sieht es morgen bei dir aus? Hast du Mittagszeit? Klar. Aber ob ich das so lange aushalte? Abend. Abend. Wie geht es deiner Tochter? Sie ist noch mal mit dem blauen Auge davon gekommen. Herr Heinemann, Sie interessiert doch sicher mehr der Zustand Ihres Wagens. Bitte, bitte. Nein. Das verstehe ich. Ein Angestellter, den ich am liebsten gefeuert hätte, küsst in meiner Wohnung meine Ex-Frau. Also das wäre mir auch zu viel. Bis morgen. Bis morgen. Herr Stahl.
Wie ist es denn passiert? Beatrice ist direkt vor Luisa auf die Straße gerannt. Wieso? Sie ist wie aus dem Nichts aufgetaucht. Keine Ahnung warum. Aber ich werde es rausfinden. Sebastian, warum rufst du mich nicht zurück? Luisa wird gleich entlassen, ich habe keine Zeit. Warte. Komm. Sebastian, ja, du hattest recht. Ich hätte David Hofer nicht helfen dürfen. Er lässt seine Mutter halb verhungern und halb verdursten und du wusstest davon? Sebastian, Luisa und du, ihr dürft mich da jetzt nicht mit reinziehen, bitte. Du hast doch auch mal einen Fehler gemacht, oder nicht? Ich kann nicht für Luisa sprechen. Die hat schon genug gelitten unter den Verbrechern. Wann bist du gestern Abend eigentlich nach Hause gekommen? Ich habe mich auf die Uhr gesehen. Wie war es denn mit Frau Kessler? Ach, toll. Erst hat sie die halbe Hotelküche aufgetischt und dann haben wir uns großartig unterhalten. Du musst aufpassen, dass ich mich nicht scheiden lasse. Frau Kessler ist eine echte Alternative. Ja, sie ist ein Schatz. Sie hat mir auch erklärt, dass es überhaupt gar kein Problem ist, wenn der Ehemann nicht auf eine SMS reagiert oder sein Handy dann ganz ausstellt, obwohl seine todkranke Frau zu Hause ist und eine dringende Frage hat. Mein Akku war leer. Sorgst du bitte dafür, dass dein Akku nie wieder leer ist? Natürlich, mache ich. Oh mein Gott. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ich klinge ja schon so wie so ein eifersüchtiges Hausmütterchen. Nein. Du klingst wie eine verdammt tapfere Frau. Ich müsste heute eventuell wieder etwas länger in der Praxis sein, am Abend. Stopp! Nicht bewegen. Genau dieser Gesichtsausdruck, der ist neu. Den kenne ich nicht und der gefällt mir nicht. Welcher Gesichtsausdruck? So unangenehm berührt, so ungut, unwohl, irgendwas. Sag mal, hat Friederike irgendwas gesagt? Gibt's Probleme wegen der Studie oder wegen meiner Kopfschmerzen? Nein. Nein. Natascha. Wer ist das denn? Friederike, sie will etwas besprechen. Natascha, es ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Nimm weiterhin deine Tabletten und dann wird es dir bestimmt bald besser gehen. Was ist denn jetzt noch? Michael, reg dich nicht auf. Friederike ist ab jetzt unsere beste Freundin. Ja, genau. Und ansonsten war eigentlich nichts los. Und das ist ja schön. Also, schön im Feierabend. Danke. Servus. Entschuldigung. Guten Morgen. Lektion 1. Das Personal bewegt sich elegant und vor allem unauffällig. Tut mir leid. Willkommen zu deinem ersten Arbeitstag. Danke. Also, diese Koffer... Sollen aufs Zimmer, ja? Ja, und zwar ins Kirschblütenzimmer. Erledigt. Da liegen wir's. Der Kollege hat eine Wanderroute für Sie ausgearbeitet. Dürfen Sie mitnehmen. Na, wohl doch etwas Muskelkater von Ihrem Kamikaze-Training. Oh, nein, nein. Peter, helfen Sie doch mal der neuen Kollegin. Ja? Oh, danke, ist wirklich nicht nötig. Danke, Herr Saalfeld. Sicher? Mhm. Ach, Frau Morgenstern, die wichtigste Lektion schon gelernt? Das Personal bewegt sich unauffällig und elegant? Immer darauf achten, dass die Pralinenschale hier gut gefüllt ist. Vor allen Dingen mit den dunklen. Dann hat der Chef nämlich gleich viel bessere Laune. Merke ich mir.
Sie hat mir alles gesagt. Alles. Sogar, dass sie David einen Schlag verpasst hat und er dabei fast gestorben wäre. Okay. Also recht. Sie steckt hinter der ganzen Entführung. Ja. Sie hinterhältige Schlange, die ist einfach nur krank, die gehört in der Anstalt. Ja, trotzdem. Gestern wirkte sie irgendwie verzweifelt. Wahrscheinlich hat sie auch richtig schön geweint. Ja. Aber diesmal waren die Tränen echt. Wirklich, ich wäre nicht dabei gewesen, ich hätte es selber nicht geglaubt. Luisa, jetzt plötzlich, wo sie zur Rechenschaft gezogen werden soll, entdeckt sie ihr Gewissen? Sie hätte David aufhalten können, damit er nicht zur Polizei geht. Aber sie hat sich dazu entschieden, mich aus dem Auto zu ziehen. Ja, dafür bin ich ihr auch ewig dankbar. Aber wir dürfen nicht vergessen, was passiert ist. Luisa. Ja. Sie ist am Boden. Und es klingt verrückt, aber sie will für ihre Vergehen einstehen. Ja, soll sie. Wir werden sie nicht dran hindern. Nizza ist ein Treffpunkt der internationalen Gourmet-Szene. Die 100 besten Restaurants der Welt. Wow, das sieht auch richtig toll aus. Die alten Möbel, Kronleuchter. Puh, muss auch richtig toll sein bei den Preisen. Du, wir müssen da nicht hin. Nein, ich will da unbedingt mit dir essen. Bist du sicher? Oui, Madame. Wir müssen die Reise nur leider verschieben. Der Wagen muss ja in die Werkstatt. Ja, du, dann fliegen wir nach Paris und nehmen uns dort einen Mietwagen. Hm? Ich fürchte, das ist in meinem Budget leider nicht drin. Also mit dem eigenen Auto ist es ja auch viel romantischer. Weißt du was, wir machen einen Zwischenhalt in Saint-Maxime und da in den malerischen Gassen, da gibt es wunderschöne Kunstgalerien. Hm? Ja, das hört sich doch richtig gut an. Ich bin gleich für Sie da. Danke. Friederike, hör auf, mich mit Nachrichten zu bombardieren. Natascha wird sonst misstrauisch. Was für eine nette Begrüßung, wenn man bedenkt, was ich heute in aller Früh für dich in die Wege geleitet habe. Du hast... Sie ist in der Medikamentengruppe. Und das geht so einfach. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach war. Mehr als einmal darf ich mir das nicht erlauben. Sonst verliere ich meine Glaubwürdigkeit. Was ich sagen soll. Danke, zum Beispiel. Und das ist wirklich wahr. Ja, du kannst natürlich die Tabletten ins Labor schicken. Oder du fängst an, mir zu vertrauen. So, jetzt habe ich ja meinen Teil der Abmachung erfüllt. Du bist dran. Und was genau stellst du dir vor? Was erwartest du dir? Es geht mir nicht in erster Linie um Sex. Ich dachte, das hättest du verstanden. Lass dir was Besonderes für mich einfallen. Überrasch mich. Ihre Papiere. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Ja, das wäre gut. Frau Beatrice Hofer? Ja. Das mit dem Taxi, das hat sich erledigt. Okay. Ich hatte eigentlich Kommissar Meiser erwartet, aber bitte, tun Sie Ihre Arbeit. Luisa? Hey. David? Was machst du denn hier? Warum hast du dich nicht gemeldet?
Wie geht's dir? Geht's dir gut? Geht's gut, ja, danke. Ja? Deine Mutter hat mir alles erzählt. Was hat sie dir erzählt? Alles. Wirklich alles. Gehst du jetzt zur Polizei? Ich bin auf dem Weg dahin. Bist du sicher, dass du das tun willst? Soll es ein Witz sein? David, warte. David, deine Mutter bereut wirklich, was sie getan hat. Nein. Sie hätte das Leben zur Hölle gemacht. Sie hätte dich um dein ganzes Vermögen gebracht und mich hätte sie um ein Haar getötet. Was sollte mich jetzt noch davon abhalten, sie davon büßen zu lassen? Ich. Wie bitte? Geh nicht zur Polizei. Zeig sie nicht an. Tu's für mich. Ich möchte, dass du hier und jetzt ihr Geständnis zerreißt. Gehen wir wandern? Picknick im Grünen. Sofern du nichts dagegen hast. Meinetwegen. Oh, entschuldige. Du bist ja ein verheirateter Mann. Der Arzt hat dich heute offiziell entlassen, oder? Dann nimm deinen Mantel und komm mit. Aber David, was soll denn das? Steuernachzahlung. Naja, das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Die schon. Gottes Willen, so viel. 1,2 Millionen noch herum. Unsere Chefs schaffen es immer wieder, das Hotel in Schwierigkeiten zu bringen. Und das heißt? Ich habe einfach nur Angst, dass Stellen abgebaut werden müssen. Sie hat keine Zeit. Das weißt du. Also gut. Wir verbringen heute einen schönen Abend miteinander und dann sehe ich, was ich tun kann. Einverstanden. Was wollten wir unternehmen? Nichts. Ich möchte einfach nur, dass du hier bist. Bei mir. Nur wir zwei. Ich habe zu spät gesehen. Hast du einen Notarzt gerufen? Nein, nein. Ich glaube mir. Beatrice. Ja, hier ist Friedrich Stahl. Sie. Hier gab es einen Unfall. Auf der Landstraße nördlich von Krauting. Jetzt beeilen Sie sich. Ich brauche einen Notarzt. Zwei verletzte Personen, zwei Frauen, beeilen Sie sich bitte. Das weiß ich nicht. Kennt jemand, muss doch diese Ärztin zur Vernunft bringen. Ich habe mehrmals versucht, mit ihr zu sprechen, André. Vergeblich. Das ist doch irre. Zeig sie an. Ja, und dann? Oder informiere diese Pharmafirma, wie skrupellos diese Dame mit dem Leben der Patienten spielt. Ja, schön, gut. Es gäbe einen Riesenskandal. Dann wird die Schule gestoppt, vielleicht sogar ganz eingestellt. Und dann müsste Natascha sterben. Diese Verrückte will mit dir in die Kiste, Punkt. Ja. Ich werde Natascha nicht betrügen. Auch wenn es das Einzige ist, das ihr das Leben retten kann. Isabel, du musst mit der Sache ein Ende machen. Das ist nicht so einfach. So, du sagst mir jetzt, wo David sie gefangen hält. Ich rufe die Polizei an und die erledigen den Rest. Willst du schuldig sein, wenn die ganze Sache schiefläuft? Nein, natürlich nicht, aber... Also, dann komm. Herr Stahl. Luisa hat einen Unfall. Was? Sie war mit dem Wagen unterwegs und... Plötzlich taucht Beatrice vor ihr auf. Wie bitte? Sie wollte wohl ausweichen und...
dabei die Kontrolle über den Wagen verloren. Okay, und wie geht's ihr? Herr Stahl, sagen Sie schon. Ist immer noch bewusstlos. Die Ärzte sagen nichts. Alles klar, ich bin sofort da. Was ist los? Luisa hat einen Autounfall. Was? Ja. Wir können nur hoffen, dass nichts Schlimmes passiert ist. Beobachtest du mich heimlich? Wenn du so hinreißend aussiehst wie gerade eben. Niemand da. Stimmt, wir wollten diskret sein. Und das sind wir auch weiterhin, versprochen. Hört sich gut an. Wie hört sich denn das an? Hm? Frau Raspe! Sind Sie wahnsinnig? Was machen Sie hier? Wie geht's, Luisa? Haben Sie was gehört? Bloß, dass sie im Krankenhaus ist. Ja, und weiter, wie geht's ihr? Keine Ahnung. Sie haben mich damit reingezogen. Ich wollte das nicht. Wenn jetzt alles aufliegt, dann muss ich mich wegen Beihilfe verantworten. Jetzt machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe immer noch das Geständnis meiner Mutter. Vergessen Sie das blöde Geständnis. Das hätte doch bloß funktioniert, wenn Sie weiter für tot gegolten hätten. Wenn mich keiner findet, dann gibt's auch keine Beweise. Also wo ist das Problem? Luisa hatte wegen ihrem grandiosen Plan einen Unfall. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sebastian sie noch weiter deckt? Warum habe ich bloß auf sie gehört? Wenn ich jetzt ins Gefängnis muss, was wird dann aus meinem Sohn, ha? Schön, dass du da bist. Die Ärzte sagen, du hättest zu wenig getrunken. Was war los? Wo warst du die ganze Zeit? Es ging mir nicht gut. Setz dich doch bitte zu mir. Was wolltest du in dem Zustand auf der Straße? Schreibst diese ominösen SMS? So schwerwiegende Dinge ins Reine bringen musst. Zu deiner Verantwortung stehen willst. Beatrice, ich will antworten. Bitte gib mir noch ein bisschen Zeit. Damit du dir neue Lügen ausdenken kannst? Nein, ich... Friedrich, bitte geh nicht. Tut mir leid. Hier, Tee. Wegen heute Abend. Ja, lass uns was schön Gesundes kochen. Und dann schauen wir einen Film, am liebsten einen französischen, wo alle hysterisch durcheinander reden und viel wilden Sex haben. Ich kann nicht. Es tut mir leid, aber ich muss noch mal in die Praxis. In die Praxis? Am Abend? Ja, bei mir stapeln sich die Arztberichte und ich bin vollkommen in den Rückstand geraten. Aber ich habe Frau Kessler gefragt, ob sie noch mal vorbeikommen möchte. Als was? Babysitterin?
Wie viel zahlst du ihr pro Stunde? Du kannst es dir vielleicht nicht vorstellen, aber für die meisten Menschen, die ich kenne, bist du die amüsanteste und interessanteste Abendgestaltung, die sie sich vorstellen können. Ich bin nicht mehr amüsant. Und interessant nennt man nur ältere Damen, wenn man höflich sein möchte. Gut, du hast recht, du bist nicht amüsant, du bist anstrengend. Hast du meine Blutwerte? Ja, alles in Ordnung. Sag mal, wann kommst du denn wieder? So schnell ich kann. Glaube mir, ich würde nichts lieber tun, als bei dir zu Hause zu bleiben. Als Friedrich kam, war ich anscheinend schon bewusstlos. Da hatte mich Beatrice schon aus dem Auto gezogen. Sie hat mir das Leben gerettet. Ich dachte, ihr Sohn hätte sie irgendwo eingesperrt. Anscheinend hat er sie freigelassen oder sie ist geflüchtet. Laut Dr. Niederbühl war sie total dehydriert. Woher kommt nur Davids unglaubliches Bedürfnis nach Rache? Wahrscheinlich, weil er mehr weiß als wir. Wie meinst du das? Naja, also, wahrscheinlich hat sie ihn doch entführen lassen damals. Eine Mutter entführt ihren eigenen Sohn? Schlägt ihn nieder und hat das große Glück, dass er sich später an nichts erinnern kann. Ja, bis das Gedächtnis wiederkommt. Was machst du für Sachen? Warst du schon bei Beatrice? Sie liegt zwei Zimmer weiter. Wie geht's ihr? Sie wirkt ziemlich mitgenommen. Aber sie will nicht drüber reden. Luisa, was ist das für eine Geschichte? Auch wenn es manchmal nicht danach aussieht, ich weiß. Du hast ja auch recht. Ohne dich hätte ich Luisa nie kennengelernt. Und lieben. So was Nettes aus deinem Mund? Wir haben schon mal gestritten, aber wir beide, wir hatten immer eine ganz besondere Verbindung. Nach deinem ersten Liebeskummer hast du mal gesagt, Mama, du bist wahrscheinlich die einzige Frau, die mich immer lieben wird. Weißt du was? Du hattest recht.
Strandkörbe, weißer Sand und Palmen mitten in der Großstadt. Dazu ein Gläschen Champagner und den Sonnenuntergang genießen. Der Stadtstrand an der Seine ist der ideale Ort für Verliebte. Warst du da schon mal? Nein. Und Candlelight Dinner im Eiffelturm? Was? Gibt's das? Mhm. Auf der ersten Plattform ist ein Restaurant. Man hat einen wunderbaren Ausblick über die beleuchtete Stadt. Und danach übernachten wir im Palais des Étoiles. Servus. Hat alles prima geklappt. Der Vermieter war total nett und teilweise meine Sachen habe ich gleich mitgebracht. Sehr schön. Magst du einen Kaffee? Gerne. Viel Zucker, bitte. Ja. Morgen ist mein erster Arbeitstag. Ja, und da reisen auch gleich die Teilnehmer für dieses Manager-Seminar an. Das heißt viel zu tun, ne? Ja, das kann man so sagen. So 30 Koffer in 20 Minuten. Also länger will keiner auf sein Gepäck warten. 15 Minuten wäre besser. Ich mach's dir in 10. Und wenn du es nicht schaffst, dann sagst du es, dann fällt uns was ein. So weit kommst noch, dass ich hier eine Extrabehandlung krieg, nur weil ich deine Enkelin bin. Was? Wie lang stehe ich jetzt schon hinter meinem Tresen? Und wie viele Pagen und Auszubildenden habe ich schon erlebt? 30? 40? Ja. Das kommt ungefähr hin. Und ausgerechnet meine Enkelin muss so ein Sturkopf sein. Scheint, als hättest du richtig Pech gehabt. Ja, es könnte kaum schlimmer kommen. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Wow. Aus der Wäscherei, frisch gestärkt. Und, wie sehe ich aus? Sehr schick. Fesch. Danke. Ich werde es diesem Herrn Stahl beweisen. Du wirst stolz auf mich sein. Ach, das ist er doch jetzt schon. Hm? Wo kam Frau Hofer denn so plötzlich her? Das ist eine gute Frage. Die andere Frage ist, wohin wollte Luisa mit dem Wagen von Nils Heinemann? Wissen Sie es? Sie wissen doch sonst alles über meine Tochter. Ihre Freundin hat nur eine leichte Rauchvergiftung und ein paar Prellungen. Sie ist wieder bei Bewusstsein, Gott sei Dank. Bei Frau Hofer sieht das Ganze schon etwas ernster aus. Sie ist vollkommen entkräftet und dehydriert. Wie als hätte sie 2-3 Tage kaum was gegessen oder getrunken. Wie kann das sein? Da müssen Sie sich schon selber fragen. Darf ich zu Luisa? Ja, natürlich gehen Sie. Ja, vielen Dank, Herr Doktor. Frau Hofer ist wirklich sehr mitgenommen. Ich nehme an, die Trauer um ihren Sohn. Sie könnte jetzt ihre Hilfe gebrauchen. Du hast den Piraten-Captain besiegt. Das ist toll, mein Schatz. Da kennst du das Spiel jetzt richtig gut, ha? Ja, ich hab dich auch lieb. Wir sehen uns später, ja? Okay. Tschüss, mein Schatz. Natascha bekommt nur das Scheinmedikament. Ja. Gegen meine ausdrückliche Anweisung wurde sie in die Kontrollgruppe eingeteilt. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Du als Leiterin dieser Studie sollst nichts gemerkt haben. Alle Daten laufen bei dir zusammen. We'll be right back.
Ich will dir nicht wehtun. Ich habe dich über alles geliebt. Und das tue ich immer noch. Es gibt einen Weg, der uns beide glücklich macht. Es liegt ganz bei dir. Wie weit gehst du, um deine Frau zu retten? Luisa? Luisa, kannst du mich hören? Luisa, du musst hier raus. Schnell. Die Zahl der Thrombozyten ist in den letzten Tagen rapide gesunken. Bitte. Versprochen hin, versprochen her. Wer sagt mir, dass du dich wirklich an deinen Teil der Abmachung hältst und mir nicht doch einfach den Rücken zudrehst, sobald sie gesund bitte, ist? Bitte, du wirst jetzt sofort veranlassen, dass sie in die andere Medikamentengruppe aufgenommen wird. Und dann können wir sehen, auf welche Art und Weise wir uns näher kommen. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Romantischer. Du verlangst auch nicht in dieser Situation von mir, dass ich romantisch bin. In welchem Paralleluniversum lebst du? Vielleicht wird man ja so, wenn man jahrelang immer nur enttäuscht wird. Jeden Samstag und Sonntag alleine verbringt und sich nach der großen Liebe sehnt. Kann sein. Und? Wir hatten so eine schöne Zeit damals. Ich war glücklich. Genauso wie du. Ja. Als wir uns in Florida wieder getroffen haben, da dachte ich, das ist ein Wink des Schicksals. Aber du kannst doch nicht von mir verlangen, dass ich mich mit dir amüsiere, während meine Frau den Tod vor Augen hat. Ist ihr Tag für Tag schlechter geht. Bitte. Veranlass, dass sie in die andere Gruppe kommt. Ich flehe dich an. Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Aber sie hat